So, wir haben kurz nach 12 Mittagsmeeting. Fangen wir mal an mit dem, was gegeben wurde und also was vorgegeben wurde heute Morgen und wie das Ganze dann sich ins Open wieder geschlagen hat. Da haben wir gesehen, dass wir per Stundenklaus am gestrigen Tag im unteren Bereich, das heißt unter der Value Area Low von gestern, geschlossen haben. Vor allem auch mit der Bestätigung, wenn man sich das hier anschaut, untere Bereich, Close 11.200. Wir haben unter der Value Low auch Volumen generiert. Das ist das, was ich immer sage. Preis ist im Einklang mit dem Volumen nach unten gefallen. Wir halten uns vor, hier unten zu bleiben, generieren dort Zeit bzw. Volumen. Und damit sind die Vorgaben einfach schlecht für den Folgetag. Schlecht war jetzt nicht zu schlecht, weil wir haben nur ein Minigap jetzt hier gesehen von 10 Punkten. Das wurde zum Teil geschlossen, aber das, was danach entstanden ist auf der Unterseite, das heißt, wir sind hier 120 Punkte gefallen vom Close gestern, hat sich niedergeschlagen schon in diesen Vorgaben, die wir aus dem gestrigen Tag mitgenommen haben. Open war sozusagen in der Preisspanne von gestern, aber im unteren Bereich. Rücksetzer haben wir gesehen, nur bis nahezu bis zum Close, und dann ging das Ganze nach unten weiter durch. Ich habe heute den ganzen Tag auch die Fibonaccis mitgezogen, das heißt gestrige Tageshoch bis zum heutigen Tagestief. Das heißt, hier so sah das aus, ich habe das die ganze Zeit mitgezogen und wir sehen, dass wir letztendlich kaum Rücksetzer gesehen haben und jetzt im Moment liegt es bei 11.206. Das heißt, 11.206 ist von der letzten Momentumbewegung das Retracement und übergeordnet, solange wir uns daran halten, ist auch bis dahin die Shortseite zu präferieren. Okay, wie war der Kursverlauf selber? Das heißt, wenn wir jetzt ins Klein-Klein reingehen und schauen uns mal an, wie man daran partizipieren konnte, da sieht man dann, dass wir heute, nachdem wir, nachdem wir hier jetzt das erste Mal bei der 11.145 Probleme hatten, nach unten weitere Tiefskurse zu generieren, mussten wir erstmal feststellen, woher kommt das. Und dann haben wir eben gesehen im Stundenchart 11.145, dass das ein Zwischenstundentief war vom 29. Oktober. 11.145 hatten wir auch benannt, dass auf der Unterseite dieses Level zumindest zu beachten war, hatten wir auch im Outlook herausgegeben, das heißt, dieses Level hatten wir dort eingetragen. So, und das war der Dreh- und Angelpunkt für die nächste Bewegung, beziehungsweise das, was folgte hier im FDAX am Vormittag. Nämlich beim zweiten Mal, als wir dieses Level dann gebrochen haben, haben wir es wieder aufgekauft und beim dritten Mal beim Bruch haben wir gesehen, dass hier das erste Mal unter diesem Level auch die Reshorts am Ausbruch reinkommen. Das heißt, wir haben Volumen wieder unter dieser Kante generiert. Und damit war eben auch die Vorgabe gegeben, dass wir neue Tiefs sehen können, beziehungsweise weiter in den Trend auf Short-Richtung laufen. So. Auf der Unterseite 11.085 ist jetzt kein markantes Level, das war letztendlich nur der POC von der Distribution im unteren Bereich. Das sehen wir hier, 11.100, 11.085 hat sich jetzt generiert, weil natürlich das heutige Volumen mit in den laufenden Kontrakt hinein addiert wurde. Aber letztendlich war es von dieser Seitwärtsspanne das POC-Level bzw. der POC-Bereich. Dort haben wir dann einen Doppelboden gebildet. Und vor allem für mich jetzt wichtig, wenn man sich das Ganze anschaut, nachdem wir die Hochs herausgenommen haben, setze ich gerne mal, nachdem wir hier einen Doppelboden generieren, Fibonaccis an und wir sehen, dass dann eine Momentumbewegung aufgebaut wurde. Das heißt, das 38% Level hat gehalten und hat uns sogar über das Bruchlevel 11.117 hinausgebracht. Und bis zu diesem Zeitpunkt, bis wir wieder die Tiefs, die steigenden Tiefs gebrochen haben, bin ich auch davon ausgegangen, dass das sich fortsetzen kann weiter nach oben. Natürlich muss man objektiv sein und weiterhin das sehen, dass man letztendlich hier nur die Korrektur behandelt mit der Long-Position. Und deswegen war es dann auch gut, dass man relativ früh hier sieht, dass die Stundentiefs jedes Mal, Bewegungstiefs jedes Mal aufgekauft wurden. Was haben wir noch? Das heißt, nachdem die Bewegungsdiagonale gebrochen wurde, kam wieder Momentum auf. Hier hatten wir eine leichte Seitwärtszone und hier wollte ich dann einfach nur mal, das ist ein bisschen klein-klein, Geplänkel, was ich hier jetzt erkläre, aber letztendlich ist es doch schon wichtig, damit man versteht, worauf ich dann da achte. Wir haben hier eine Seitwärtszone, eine Schiebezone und die ist ganz klar abgetrennt gewesen. Und wenn man sich dann mal anschaut, in dem oberen Bereich, das heißt über dieser 11.110, 111, die wir auch mit dem Fokus hatten, hat sich kein, mit den Ausbrüchen kein Volumen auf der Oberseite generiert.
Na, das heißt, wir haben dort eine Verneigung auf der Oberseite gesehen. Das heißt, wir haben den Kurs von der Kurzfristseite hier angeloopt bekommen. Und da wollte man sehen, ob hier noch ein paar Stops fliegen oder so oder jemand auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und nachdem das nicht eingetreten ist, sieht man hier, bums, in drei Schüben ist die Initialbewegung eingeleitet worden. Kurze Korrektur, weiterer Schub nach unten. Also typisches Vorgehen von der Kurzfristseite und nicht von größeren Händlern. Und wenn man sich das Ganze dann so hier zusammenspinnt, beziehungsweise das addiert, kann man auch sich daran denken, wenn auf der Unterseite nichts nachkommt, so wie wir es hier gesehen haben, heißt das, so wie im gestrigen Tag auf der Oberseite, dann müssen wir die Gegenseite mal testen. Ne? Gegenseite ist jetzt letztendlich immer nur die letzte Bewegung und dann Bewegungsschub auf der Oberseite. Das heißt, das hier ist die Gegenseite, von der ich dann rede. Der Bund hat zu diesem Zeitpunkt hier sich nicht, also der DAX fiel, der Bund hat sich nicht von seinem 38% Retracement nach oben lösen können, sprich invers. Das heißt, man hatte da eine zweite Bestätigung über die Marktkorrelation, dass hier das Tief nicht unbedingt ein starkes Tief sein muss, sondern ein schwaches. Das heißt, dass das von der Kurzfristseite her generiert wurde. Und was danach passiert, ist sozusagen ein kleiner Short Squeeze. Alle sind auf der Short-Seite, jeder will verkaufen und letztendlich ist da nichts mehr. Und die Positionen wurden dann hier rausgedrückt. Natürlich hat hier jemand initiiert das Ganze. Das heißt, irgendjemand muss ja den Ball erstmal ins Rollen bringen. Und da kam jetzt heute auch die Frage dazu auf, wie konnte man sehen, dass der Short Squeeze irgendwann vorbei ist? Also ich habe keinen heiligen Gral, ne? Das heißt, ich kann, das ist nur das, wonach ich Ausschau halte, beziehungsweise wo ich drauf schaue, ob das funktioniert. Und für mich ist es wichtig bei einem Short Squeeze, weil ich das öfter gesehen habe, darauf geachtet habe, was hat das Ganze für eine Eigenschaft, wie spinnt sich das weiter fort oder wie zieht sich das weiter fort und wann kommen die Schübe. Da ist das bei mir so, dass ich schaue, wann wir eine Korrektur haben und wie sich der Kurs über der Korrektur, über den Korrekturhoch verhält, beziehungsweise invers auf der Unterseite in den Korrekturtief. Das heißt, wir haben hier eine Korrektur, der Kurs läuft wieder an das letzte Bewegungshoch und zack, kommt der nächste Schub rein. Wir haben dann eine Bewegungskorrektur, ich schaue auf das Hoch und zack, kommt wieder der nächste Schub rein. Korrektur werden jetzt hier schon länger, ne? Auf der Oberseite wieder eine Bewegung, das heißt wieder Momentum rein. So, und jetzt haben wir hier Folgendes gehabt. Das war der Moment, wo ich da sagte, okay, der Short Squeeze ist vorbei. Wir haben hier die Korrektur, relativ kurz. Oberseite wird nochmal angeloopt, kommt nichts nach. Keiner muss mehr seine Short-Position glattstellen. Das heißt, alle anderen, die das sehen und auch diese Eigenschaft im Markt erkennen, sagen, okay, wenn ich hier long drin war, ich nehme meine Gewinne mit. Also fallen wir wieder nach unten. Short Squeeze ist dadurch meistens gekennzeichnet, dass man über den Hochs der Bewegung ganz schnell wieder neue Momentumaufnahme sieht. Okay, diese blauen Kästchen, die wir hier haben, zwischenzeitlich habe ich auch, also das eine habe ich erklärt, das andere war jetzt hier auf der rechten Seite. Wir sehen nämlich hier im Kursverlauf ein Hoch, das wir bilden, aber vom Momentum, sprich vom Market-Kauf, Market-Delta, Volume-Delta, Entschuldigung, Volume-Delta, sehen wir, dass wir überhaupt nicht mehr so hohe Kurse generieren in diesem Delta wie der Kurs selber. Und da konnte man schon dran riechen, dass wir jetzt in der Seitwärtsphase übergehen, auch benannt von mir. Und wenn man sich das Ganze hier im Volume-Profil ansieht, sieht man, dass die Unterseite hier, dieser gelbe Kreis, kaum begleitet ist vom Volumen. Das gleiche, wie wir hier oben haben. Auf der Unterseite wird es hier der Kurs angefixt, hier wurde er angeloopt, nichts kam nach, Gegenseite. Und so hangelt man sich immer durch den ganzen Markt und schaut, ob der Kurzfristseite am Markt ist, beziehungsweise ob die mit Volumen handelt oder ob das Volumen gar nicht vorhanden ist. So, im Moment hält hier das 38% Level relativ gut. Solange das so ist, haben wir immer noch Chancen, dass diese Korrektur weiter sich fortsetzt auf der Oberseite. Wichtig ist, wir klemmen hier zwischen diesem 38% Retracement und auf der Oberseite 11.144, sprich das Stundenlevel, was ich vorher schon benannt hatte, was hier zu neuen Shortverkäufen zweimal eingeladen hat. Ne? Also einmal hier um 9.43 Uhr und um 10.35 Uhr. Und solange diese Marken nachhaltig nicht rausgenommen werden auf der Oberseite, beziehungsweise hier auf Unterseite, sind wir hier in einem Seitwärtsmarkt. Übergeordnet natürlich, wenn man sich anguckt, 206, die Shortseite zu präferieren. Gut, ich hoffe, keine Fragen sind offen geblieben. Ansonsten einfach wieder anschreiben. Gut.